Ja, herzlich willkommen, Dandine. Wir wollen uns heute dem Thema moderne jüdische Geschichte und Kultur in einem Akademieprojekt widmen. Besonderheiten, Ereignisse und Potenziale. Und wir starten vielleicht mal mit einer ganz allgemeinen Frage. Was macht denn das Forschungsgebiet der jüngeren modernen jüdischen Geschichte und Kultur eigentlich aus? Ja, das Interessante an diesem Gegenstand ist, wenn man sich der Geschichte der Juden zuwendet in der Moderne, dass man etwas feststellt, was von ganz besonderem Interesse ist, dass die Juden einerseits als eine Bevölkerung, die sehr stark verfugt waren im religiösen Leben und damit in der Tradition und damit auch in der Vormoderne, den vormodernen Lebenswelten, dass sie dabei gleichzeitig als Individuen ja Pioniere der Moderne gewesen sind. Das heißt, dass sie in sich selbst ein hohes Maß, sagen wir, an Widersprüchlichkeit zu ertragen, zu erleben hatten, aus denen heraus sie eben sehr, sehr kreativ geworden sind. Und insofern ist dies auch so etwas wie ein Paradigma für unsere gegenwärtige, nachmoderne Lebenswelt, in denen Menschen nicht nur die eine und dieselbe Person sind, sondern verschiedene Anteile in sich tragen und diese verschiedenen Anteile mit sich, ja, in sich versöhnen, ertragen oder wie auch immer leben müssen. Sie haben es ja schon angesprochen, welche Erkenntnispotenziale verbinden sich denn jetzt mit dieser jüngeren jüdischen Geschichte und Kultur im engen Sinne, aber vielleicht auch darüber hinaus im Hinblick auf die allgemeine Geschichte? Naja, das, was im engen Sinne die jüdische Geschichte ausmacht, ist, dass es sich um eine Bevölkerung handelt, die a priori nicht territorial gebunden ist. Also eigentlich, wenn ich theoretischer ausholen darf, im Text lebte und nicht auf einem Territorium. Und die Verwandlung von Text bedeutete auch die Verwandlung ihrer eigenen Zugehörigkeit. Aber das sind alles Bezüge, die immer stärker für eine immer größere Zahl von Menschen in unserer gegenwärtigen und zukünftigen Welt real werden. Insofern ist die Erfahrung der Juden so etwas wie eine vorweggenommene Erfahrung für nachmoderne Konstellationen. Und wir sprechen ja auch darüber, dass jetzt diese jüdische Geschichte und Kultur in einem Akademieprojekt verhandelt wird. Die Akademieprojekte speziell unterscheiden sich ja von anderen Forschungsformaten. Was Besonderes vermag das Format eines ja stets langfristig angelegten Akademieprojekts hinsichtlich der Erforschung der jüngeren jüdischen Geschichte und Kultur zu leisten? Naja, die Langfristigkeit ist natürlich wichtig in diesem Zusammenhang. Es geht ja nicht darum, dass man eine Monographie verfertigt, sondern dass, indem man einen ganzen Kanon zusammenführt und ihn neu bedenkt und ihn neu interpretiert. Und das sind auch große methodische Fragen und auch technische Fragen der Umsetzung, etwa in der Herstellung der 7-bändigen Enzyklopädien. Das ist ja unterhalb eines Jahrzehntes gar nicht denkbar. Im Prinzip benötigt man hierfür mindestens 15 Jahre bis 2 Jahrzehnte. Das heißt, es geht darum, konzeptionell, begrifflich den Gegenstand der jüdischen Lebenswelten zu durchdringen, neu zu durchdringen. Das ist nur im Rahmen eines Langzeitprojektes der Akademie möglich. Das lässt sich weder mit einer individuellen Lebensarbeitsleistung eines Forschers, einer Forscherin, aber auch nicht mit einer Forschergruppe, die ungefähr 5 oder 6 Jahre beschränkt ist, leisten. Also hier ist eigentlich das Akademieprojekt, der Rahmen der Akademie, der einzig mögliche Rahmen. Wie schon gesagt, Ihr Projekt veröffentlicht ja zum einen eine mehrbändige Enzyklopädie und zum anderen aber auch eine Reihe von Editionen. Um zunächst mal bei der Enzyklopädie zu bleiben, gibt es denn ein Hauptziel der Enzyklopädie und auch, zweite Frage, welches Publikum wird angesprochen? Naja, also das ist eine große Herausforderung. Man möchte ja, gerade was eine Enzyklopädie angeht, ja nicht nur die Fachwissenschaftler ansprechen.
auch sie sollen sozusagen aufgeklärt und auf neue Paradigmen eingestellt werden. Aber man wünscht sich schon sozusagen, dass ein gebildetes Publikum ansprechen zu können, das nicht unbedingt mit dem Thema der Enzyklopädie vertraut ist, sondern vielleicht unter Umständen sogar in den Gegenstand eingeführt wird. Also es geht darum, unterschiedliche, man könnte sagen, Öffentlichkeiten gleichermaßen anzusprechen. Das heißt, so etwas wie eine Vorarbeit zu leisten für den Uninformierten, Uninformierte in diesem Zusammenhang, aber auch für die Fachwelt. Das ist eigentlich die große methodische Herausforderung. Und vielleicht bleiben wir nochmal beim Ziel der Enzyklopädie. Was soll die bewirken? Was soll das, oder was ist eigentlich insgesamt? Genau, bleiben wir beim, genau, was ist insgesamt das Ziel? Naja, das im Prinzip ist dann die Erklärung eine sehr altertümliche, indem man sagt, es soll der Aufklärung dienen. Mhm. Es soll der Aufklärung dienen im Sinne dessen, dass Wissen, und nicht nur Wissen, sondern auch Erkenntnis vermittelt wird. Mhm. Also, dass so etwas damit einhergeht wie eine neue Sicht der Dinge. Mhm. Und die Enzyklopädie als Publikumsformat, wenn man das so quasi gegenüberstellen würde, verhält sich ja auch noch irgendwie zu den Editionen, zu den Quellenbänden. Ja. Wie verhalten die sich zueinander? Ja, man könnte das so sagen, das ist vielleicht jetzt eine Anlehnung an die Metaphern der Physik, dass man sagt, Enzyklopädie und Editionsprojekt stehen zueinander wie unterschiedliche Aggregatzustände von Wissen. Ja, das heißt, das Wissen in der Enzyklopädie ist sozusagen das Wissen wird hier komprimiert, zusammengefasst, aber doch in einer angemessenen Weise präsentiert, also Lesbarkeit. Während die Edition genau umgekehrt, ja, das ist sozusagen, es öffnet so die Materialien, die sich dann in der Enzyklopädie gehärtet wiederfinden und erlaubt gerade Forschern, im Wesentlichen Forscher, das muss man hinzufügen, aber auch diejenigen, die Forscher werden wollen, Forscherinnen werden wollen, also Studenten und Studentinnen, Studierende, die Möglichkeit, ganz mikrologisch in diese Wissenskorpora einzudringen, also Quellen zu erkennen, die Interpretation von Quellen, die Einordnung von Quellen, bis ins Feinste hinein. Das ist natürlich eine ganz andere Textsorte. Ein Beispiel für solchen Editionsband ist der zum Wirken des heute hochbetagten und in den Medien recht präsenten Völkerrechtlers und völkerrechtlichen Aktivisten Benjamin Ferencz. Und zu dem ihm gewidmeten Band hat es ja auch eine Podiumsdiskussion in der Sächsischen Akademie gegeben, die bei YouTube eingestellt ist. Was vermag denn dieser Editionsband gerade im Kontext der jüdischen Geschichte und Kultur, wie Sie sie verstehen, zu vermitteln? Ja, also Ferencz, sehr betagt, inzwischen 101 Jahre alt und präsent intellektuell in jeder Hinsicht, hat mittels seiner Wirkungs- und Lebensgeschichte, man könnte fast sagen, im Sinne des humanitären Völkerrechts, der jüdischen, man könnte sagen, Fürsprache im Bereich der Restitution und so weiter, das ganze jüdische Jahrhundert, das gesamte 20. Jahrhundert in sein Wirken eingebunden. Und insofern ist das ein ganz vorzügliches Exempel dafür, jetzt anhand, Sie sagten nicht nur Völkerrecht, sondern Völkerrechtsaktivismus, wie einzelne Personen und Persönlichkeiten die Veränderung, sagen wir, oder überhaupt die Gestaltung von Rechtsschutz und anderen Rechtsformen, die gerade schwache Gruppen wie die jüdische Bevölkerung bestimmen, sie in das universelle Völkerrecht zu überführen. Das ist eine ganz wichtige Transformation. Und insofern ist eine Edition, die sich mit dem Wirken von Ferencz befasst, hat sie was Doppeltes. Sie ist ein Beitrag zum Verständnis der Geschichte der Juden im 20. Jahrhundert und sie ist ein vorzüglicher Beitrag zur Ausbildung, zur Entwicklung, zur Fortbildung des Völkerrechts. Vielleicht die letzte Frage. Das Akademieprojekt mit der Enzyklopädie und den Editions-, also den Quellenbänden, besteht ja
auf Dauer fort. Wie geht es jetzt weiter in nächster Zukunft? Naja, das Projekt endet im Jahre 2024. Es besteht immer die große Hoffnung, dass man vielleicht Nachfolgeprojekte einwirbt, um diesen Gegenstand weiterzuentwickeln. Und insofern ist die Aggregierung von Wissen natürlich ein endloser Vorgang und wird wahrscheinlich nur durch unsere Lebensdauer und Lebenszeit eingegrenzt. Aber wir hoffen schon, dass wir, was die Sächsische Akademie angeht, was den Gegenstand angeht, den Ursprung dieser Thematik verbunden mit dem Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur hier in Leipzig angesiedelt, dass wir, und ich glaube, dass die Anerkennung, die das Projekt genießt, insgesamt international, ja, dass wir einen beträchtlichen Beitrag zur Geschichte und Kultur der Juden in der Moderne geleistet haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Diener.